Liebe PS-Leser, wir sind hier in Spanien auf dem Circuit Castiglioli mit der neuen Ducati Hypermotor SP. Und nach zwei Sessions kann ich so viel verraten, das Bike macht ziemlich viel Spaß. Konzept, klar, Supermoto auf der einen Seite, Naked Bike auf der anderen Seite, wirklich, wirklich cool. Kenner von den Biken sehen vielleicht auf den ersten Blick, dass nicht so viel verändert ist optisch, aber technisch haben wir einen neuen Motor, der eben Euro 4 konform ist und der dank neuen Kolben, Nockenwellen, eine Kurbelwelle ein bisschen mehr Leistung hat, 113 PS, 937 Kubik, etwas aufgebohrt. Wir haben 16% mehr Drehmoment und gleichzeitig eine kürzere Übersetzung. Das heißt, insgesamt kommt ca. 6% mehr Drehmoment an. Das Bike ist auch 4 Kilo schwerer geworden ca. Gleicht sich so pretty much aus. Was gibt es noch zu sagen? Wir haben jetzt eine Ganganzeige integriert, sehr, sehr praktisch. Das Elektronikpaket ist das aus dem Vorgängermodell, keine schlechte Nachricht, denn das funktioniert gut. Bremse ist geil und richtig geil ist das hier, zuhören. Sehr, sehr geil, die Terminioni-Anlage. Krux an der Sache, nicht Straßen zugelassen. Aber, naja. Ciao, ciao.